Was sind denn die Kriterien, um einen Preis für eine Filmkopie festzulegen? Also Also, eine der Einkaufspreis einer Kopie, der ist das Hauptkriterium für den Verkaufspreis. Wenn ich einen Film günstig bekommen kann, freue ich mich, ihn wieder günstig weiterverkaufen zu können. Das ist bereits die Grundlage. Dann ist da noch die Attraktivität des Films. Wenn ein Film mit bekannten Schauspielern und anderen großen Namen gedreht wurde, ist sein Preis im Allgemeinen etwas höher. Weil es das ist, was alle suchen. Und dann ist da noch der Zustand des Films, der nicht weniger wichtig ist. Das heißt, es gibt einen sehr guten Film mit bekannten Schauspielern ohne einen bekannten Regisseur, aber die Hälfte des Films fehlt. Dann ist der Film wertlos. Wenn es Kratzer gibt, ist der Wert deutlich geringer. Wir haben also drei Parameter: den Kaufpreis, die Qualität, in Anführungszeichen, und den Zustand. Das sind die drei Kriterien. C'est ça les trois critères. Haben Sie den Eindruck, dass das Interesse an analogen Filmen eher zu oder eher abnimmt? Es bleibt gleich, aber der Schwerpunkt hat sich geändert. Das heißt, es gab eine Zeit, als es für jeden Film und egal in welchem Zustand immer einen Liebhaber gab. Und jetzt, wo es weniger Filmliebhaber gibt, haben sich die Qualitätskriterien geändert. Jetzt müssen die Filme und Abnehmer zu finden in sehr gutem Zustand sein. Und selten. Mit den anderen ist es viel schwieriger. Für mich hat sich also nicht die Zahl der Sammler geändert, sondern ihr Interesse hat sich verändert. Die Preise auf dem Markt sind nicht mehr die gleichen. Zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, und jetzt ist es überhaupt nicht mehr dasselbe. Es gibt Filme, die ich zu Beginn sehr, sehr gut verkauft habe, die heute unverkäuflich sind. Und das ist keine Frage des Preises. Dafür steigt das Interesse an anderen Filmtiteln. Der Trend ändert sich also, aber auch das Interesse der Sammler. Verkaufen Sie denn mehr im Laden oder verkaufen Sie mehr online? Also wir befinden uns gerade in einer recht merkwürdigen Zeit. Paris leidet unter den Streiks und das wirkt sich aus. Niemand kann in den Laden kommen, weil es gibt keine öffentlichen Nahverkehr mehr. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich im Laden etwas verkaufe, schauen die Leute zuerst online, was sie wollen. Denn es gibt hier so viele Titel, wir haben so viele Filme, dass es für jemanden, der noch keine Vorstellung davon hat, was er will, kompliziert ist, hierher zu kommen und mit etwas zu gehen, das ihm zufriedenstellen wird. Es ist kompliziert. Es gibt zu viele Filme. Diejenigen, die hier in der Nähe leben, schauen sich also normalerweise zuerst den Online-Katalog an und kommen dann hierher. Diejenigen, die weit weg wohnen, die kaufen natürlich online ein. Jeder vierte Kunde kommt tatsächlich in den Laden. Das ist in etwa richtig. Und der Rest kauft per Post. Natürlich gehören zu unseren Kunden eine Menge ausländische Sammler. Englische, deutsche, holländische, kanadische, sogar amerikanische Sammler. Und wenn Sie gerade einen Besuch in Paris machen, kommen natürlich auch hierher und sind willkommen. Auch wenn ich Schwierigkeiten mit Fremdsprachen habe, sie sind immer willkommen. Und über welche Kanäle läuft es denn dann, wenn Sie online verkaufen? Also ich habe eine eigene Webseite und alle Filme sind auch komplett auf eBay zu finden. Das sind also zwei Online-Shops. Wer sind denn Ihre Kunden, also jetzt gerade die, die hier so ins Geschäft auch reinkommen? Also die Leute ohne Termin. Es gibt Leute, die hier zufällig vorbeikommen, weil sich hier das Finanzamt hinten dran befindet. Es gibt so viele Leute, die hier aus dem Bezirk wegen ihren Steuern vorbeikommen und dann hier hereinschauen. Einige fühlen sich von diesem Ort angezogen und werden zu Sammlern. Ansonsten gibt es Leute, die ohne Termin und ohne es geplant zu haben, vorbeischauen. Sammler aus den Provinzen, die einen Besuch in Paris machen und die Gelegenheit nutzen, um vorbeizukommen. Und oft kennen mich die Leute, weil sie bei mir schon etwas gekauft haben. Dabei habe ich sie noch nie gesehen. Ich kenne sie nicht persönlich. Also ich kenne ihren Namen, weil ich ihren Namen in der Datenbank habe. Aber die meistens hier in den Laden vorbeikommen, sind entweder Leute,
die sich im Viertel verirrt haben, oder Leute, die bereits Kunden sind und nicht in Paris wohnen. Und wie schätzen Sie die Zukunft für Ihr Ladengeschäft ein? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Nein, das kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Die kommerzielle Zukunft, in Anführungsstrichen, ist mir ohnehin egal. Denn auch wenn es eines Tages nicht mehr funktionieren sollte, dann interessiert mich immer noch, was ich hier tue. Ich tue es, weil ich davon begeistert bin. Also auch wenn ich meinen Lebensunterhalt damit nicht verdienen kann, ist es okay. Ich tue es trotzdem. Das ist mir völlig egal. Ich würde nebenbei arbeiten. Aber ich denke nicht an eine sozusagen kommerzielle Zukunft. Ich plane nicht so weit. Meine Leidenschaft lässt auch noch nicht nach. Was auch immer also passiert, selbst wenn ich morgen Millionär werde, weil ich ein Lotterielos gefunden habe, werde ich das hier weitermachen. Das ist es, was ich liebe. Was das angeht, habe ich also eine klare Vorstellung für die Zukunft. Für den Laden, für die Leidenschaft, für diese Sammlung. Ich weiß es nicht, was mal draus wird. Ob es schrumpft, ob es sich nur vergrößert, ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich bleibe. So als aktiver Analogfilm-Anhänger gibt es auch noch andere Aktivitäten, in denen Sie sich für das Format, wo Sie das Format unterstützen. Ich engagiere mich also in einem, wie sagt man, eher kleinen Rahmen, weil ich eigentlich nicht viel Zeit habe. Ich habe 4 Kinder. Ich habe meine Tätigkeit beim Film aufgegeben, weil er mir in Bezug auf meine Familie zu viel Zeit geraubt hat. Ich teile meine Zeit also zwischen meiner Familie und hier auf, wobei ich die meiste Zeit hier verbringe. Ich habe also nicht die Möglichkeiten, um mich irgendwo einzubringen. Also ich bringe mich ein, indem ich regelmäßig Filme und Projektoren ausleihe. Das ist für mich gar kein Problem. Also das ist meine Form des Engagements. Physisch bin ich aber kaum verfügbar. Physiquement, j'ai une implication minimum.